Herzlich willkommen bei Mürztal aktuell, Ihrem Nachrichtenmagazin auf MEMA TV. Wie kann man sich schöner auf Weihnachten einstimmen als mit dem Besuch eines Adventmarktes? Aber nicht irgendeiner. Stimmungsvoll soll er sein und eben auch besinnlich. So muss Advent, war das Motto beim Adventmarkt am Wochenende in Obereich. Die stillste Zeit im Jahr ist am Wochenende im Kultursaal der Marktgemeinde Obereich mit einem traditionellen Adventmarkt eingeleitet worden. Auch heuer darf sich Bürgermeister Gerhard Weber über regen Zuspruch freuen. Ja, ist unser 5. Adventmarkt heuer. Der wird jedes Jahr größer, es werden immer mehr Ausstellungen. Wir verbinden es natürlich aber auch mit Musik für unsere Kinder. Das heißt, wir lassen uns hier 2 Tage berieseln mit unseren Vereinen, mit unserer Musikschule. Und ich glaube, das macht das Ambiente aus. Das Gemeinsame, nicht nur Ausstellung, nicht nur Adventmarkt, sondern auch Adventmusik. Adventmusik, wie sie früher einmal war, zurückgenommen und auf das Wesentliche reduziert. Der talentierte Nachwuchs der Musikschule Bruck bot für den Adventmarkt den perfekten Rahmen. Es ist der erste Einstieg in die Adventzeit. Es ist zwar noch eine Woche Zeit bis zum ersten Advent, aber unsere Kinder haben ja schon eifrig geprobt, schon mindestens einen Monat, laufen schon die Weihnachtslieder in allen Klassen und heute sind auch die Jüngsten unserer Klassen dabei, in allen möglichen Besetzungen, von der Blockflöte, Geigenensemble, Steirische Harmonika, Horn, also einfach alles dabei. Für den Musikschuldirektor ist klar, Musik verbindet nicht nur Menschen, sondern auch Gemeinden. Wir erleben das schon längere Zeit, wir helfen uns immer gegenseitig aus. Bei den Ensembles spielen sie sowieso schon alle zusammen, ob bei Necker, Oberreicher, Drucker, alle sind zusammen. So soll es sein. Der Adventmarkt bietet für heimische Künstler eine perfekte Plattform, ihre Werke auszustellen. Ja, da treffen sie Aussteller, Oberreicher Personen, die gern basteln, Handarbeiten. Die Männer stellen vorwiegend Holzarbeiten aus und die arbeiten möglicherweise das ganze Jahr über und dürfen dann im Advent, das ist meistens eine Woche vor dem ersten Advent, ihre Produkte oder ihre Erzeugnisse ausstellen und verkaufen. Unentgeltlich. Der Bürgermeister stellt uns die Räumlichkeiten zur Verfügung. Es ist jeder mit Begeisterung dabei und versucht, sein Bestes zu geben. Nach dem Besuch des Adventmarktes im Kultursaal der Marktgemeinde Obereich war für die Besucher klar, so muss Advent. Besinnlich wird es ab Donnerstag auch auf dem Brucker Hauptplatz. Die Hütten für den Adventmarkt werden bereits eifrig aufgebaut und ab Donnerstag gibt es dann bis zum 23. Dezember täglich ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Derzeit wird noch eifrig gehämmert, geschraubt und gesägt. Am 28. November öffnet dann der Adventmarkt auf dem Brucker Hauptplatz seine Pforten für die Besucher. Bis zum 23. Dezember kann man sich dann täglich bei Punsch, Kunsthandwerk und weihnachtlichen Klängen auf den Heiligen Abend einstimmen lassen. Also das Wichtigste, was die Besucher erwartet, ist natürlich, dass täglich geöffnet ist. Wir sind einer der wenigen Adventmärkte in der ganzen Steiermark, die wirklich 7 Tage die Woche geöffnet haben, jeweils von 15 bis 21 Uhr. Aber wir haben auch ein reiches Kinderprogramm, wir haben Pferdekutschenfahrten, wir haben wieder unsere Breitenauer Kindereisenbahn, wir haben eine eigene Kinderbetreuung in einem Wintergarten, der beheizt ist, den uns die Firma Mataschek zur Verfügung gestellt hat. Die 4-Familienverein Wunderlampe betreut die Kinder. Also es ist so, dass die basteln, dass die spielen. Es erwartet die Besucher ein reiches Programm am Abend. Wir haben fast jeden Abend auf der Bühne, auf der neuen Bühne, Programm vom Eisenbahnermusikverein über ein Blasorchester. Die Koryphäen werden spielen. Und was mich besonders freut, alle Volksschulen aus Bruck und Obereich beteiligen sich auch beim Programm. Besonders ist ja auch, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Adventmarkt fahren kann. Ja, wir haben 2 Aktionen. Einmal eine Kooperation mit den ÖBB. Da kann man dieses Railtour-Ticket, Vorteilsticket kaufen mit einem Gutschein beim Adventmarkt. Da gibt es einen Gutschein für die Kindereisenbahn, für eine Freifahrt. Und dann gibt es eine Aktion der Hochsteiermark am 7. Dezember. Da gibt es einen Hochsteiermark-Adventbus. Der dient dazu, dass man Adventmärkte besuchen kann in der ganzen Hochsteiermark, nicht mit dem eigenen Auto fahren muss, von Mariazell über Leoben und von Eisenerz bis Kapfenberg bis Mürzzuschlag können die Adventmärkte mit einem eigenen Bus besucht werden. War das eigentlich ein großer Wunsch von den Standlern und auch von den Besuchern in den letzten Jahren, dass der Markt täglich geöffnet sein wird? Ja,
Man muss ehrlicherweise sagen, das ist gar nicht so leicht. Es sind ja sehr viele ehrenamtliche Vereine, die die Hütten bespielen. Übrigens die Hütten natürlich wieder ganz toll, die uns die Stadt zur Verfügung stellt. Das muss man auch dazu sagen. Es wäre für uns vom Tourismusverband unmöglich, solche Hütten produzieren zu lassen und auch die neue Bühne. Aber für die ehrenamtlichen Vereine ist es gar nicht so leicht, wirklich 7 Tage die Woche diese Stände zu bestellen. Der Wunsch war natürlich da von den Besuchern und wir probieren es heuer das erste Mal, wie es funktioniert. Ich hoffe, es gelingt. Neben Leoben und Graz ist der Adventmarkt in Bruck einer der wenigen, die täglich geöffnet haben. Von 15 bis 20 Uhr wartet auf Jung und Alt ein abwechslungsreiches Programm, das fast keine Wünsche mehr offen lässt. Neben dem Hauptplatz bieten heuer auch die Gewerbetreibenden der Brucker Rosseckerstraße allen Besuchern eine ganz besondere Einstimmung auf Weihnachten. Jeden Samstag gibt es in den Geschäften ein individuelles Programm. Die Rosseckerstraße war lange Zeit das Stiefkind bei den Einkaufsstraßen in Bruck an der Mur. Dank der Initiative einiger Gewerbetreibender weht dort aber nun ein anderer Wind. Den Anfang machte im Herbst das Rosseckerstraßenfest. Auch in der Adventzeit hat man sich für die Kunden ein besonderes Programm überlegt. Ja, genau. Also wir haben uns jetzt wieder überlegt, dass wir die Rosseckerstraße sehr weihnachtlich dekorieren wollen und für die Kunden heute viele Aktionen starten. Das heißt, es ist auf einem Weihnachtssamstag eine Kutschenfahrt für die Kinder geplant. Auf dem anderen Weihnachtssamstag ist ein Weihnachtsmann mit Weihnachtsschlitten da. Am nächsten Weihnachtssamstag ist wieder Gospelsänger sind geplant. Und so sind die Schwerpunkte und in jedem Geschäft wird halt natürlich auch was sein. Glühweinstände werden in der Rosseckerstraße auch stehen und wir hoffen, dass ganz viel von den Kunden kommen und flanieren und schauen und das, was los ist. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ihr sowas macht? Ja, wir haben uns einfach gedacht, so jetzt nur am Hauptplatz, das ist auch nicht so wirklich interessant und in der Kombination Hauptplatz Christkindlmarkt und Rosseckerstraße gemeinsam, dann bewegt sich was, dann ist was los, dann haben die Leute ein bisschen mehr und warum nicht, ne? Warum muss nur immer auf einem Punkt was sein? Das war unsere Idee. Einfach eine Weihnachtsstraße, damit wir die Kunden auch was bieten können. Was erwartet ihr euch langfristig jetzt von der Rosseckerstraße, vom Advent in der Rosseckerstraße und den ganzen Aktionen, die ihr setzt? Naja, wir wollen den Kunden zeigen, dass in der Rosseckerstraße doch mehr Geschäfte sind, als man glaubt, weil es sind ja doch 27 Betriebe da und sie ist keineswegs tot. Es gibt ganz viele Spezialgeschäfte, ebenso wie die Sonja hat speziell den Ton und den Kamin. Bei mir gibt es speziell Basteln und Geschenke und regionale Produkte. Die Tamara hat ist Kindergewand. Wir haben einen ganz tollen, netten Trafikanten, der immer sehr bemüht ist, allen Kunden zu helfen. Also es sind einfach wirklich kleine, spezialisierte Geschäfte, die in der Rosseckerstraße sind. Die Rosseckerstraße bietet mit ihrem individuellen Adventsprogramm eine perfekte Ergänzung zum Advent der Regionen auf dem Brucker Hauptplatz. Somit steht einer stimmungsvollen Einstimmung auf Weihnachten nichts mehr im Wege. Der lebhafte Nordwind hat uns auch heute noch im Mürztal fest im Griff gehabt, das Ganze bei bescheidenen Werten um die 0 Grad. Am Mittwoch lässt dann der Wind endlich nach und es setzt sich recht freundliches Wetter durch. Im Norden kann es anfangs noch ein paar unergiebige Schneeschauer geben, das Ganze bei Frühwerten zwischen minus 9 und minus 1 Grad. Viel wärmer wird es aber nicht werden, trotz Sonne erreichen die Tageshöchstwerte am Mittwoch nur minus 5 bis plus 1 Grad. Pünktlich vor dem ersten Adventssonntag kehrt jetzt also nach und nach der Winter im Mürztal ein. Das war's auch schon wieder beim Mürztal aktuell. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.